Heute ist, oder beziehungsweise gestern ist ein ziemlich zerknittertes Amazon-Paket gekommen. Das wollen wir doch jetzt mal auspacken und gucken, was da drin ist. Ich werde nichts sagen, aber das ist echt wirklich sehr merkwürdig eingepackt. Guckt euch das mal an. Mit so einem Spalt. Also da hat sich der Kollege nicht wirklich Mühe gegeben, weil er hätte auch einfach mal, wenn da irgendwas Kleines drin gewesen wäre, was rausfallen können. Okay, da konnte einfach mal gar nichts rausfallen, weil in dem Paket ist noch ein Paket. Was habe ich denn da bestellt? Zack. Zack. Was habe ich denn da bestellt? Ich weiß es gerade gar nicht so wirklich. Upsala. Nicht in Finger hatten kurz vor der Arbeit oder in Hand. So. Okay. Also, in dem Paket ist ein Paket und es ist noch ein Paket da drin. Verdammte Axt nochmal, was soll denn das? Ach so. So, viel more love. Okay. Aber. Das ist. Okay, das ist wirklich anstrengend mit diesem Ausgepacker hier. Es war wirklich günstig. Also ich habe es auch nur gekauft, weil es günstig ist. Es ist halt ein Amazon-Produkt. Das haben sie mal so zusammengestellt. Und da dachte ich mir, ei, ja, das nehme ich mit. Nicht, weil das, weil ich es unbedingt haben wollte, sondern ich will mich auch nicht rausreden. Es ist so ein Liebespaket, whatever. Ich weiß es auch nicht. Wie hieß denn das nochmal? Oh mein Gott, ich weiß es echt nicht mehr. So, noch mehr Papier. Oh Gott, ist es so viel Papier da drin. Ja, dann hast du da ein Liebesspielzeug drin. Und hier haben wir einmal Billy Boy Gleitgel. Dann haben wir hier Billy Boy Hautnah. 8 latexfreie Kondome. Alle spüren für ultra sinnliche Momente. Wie gesagt, ich habe es nur gekauft, weil es übelst günstig war. Es hat, glaube ich, eine UVP von 79,99 €. Ich packe das jetzt hier einfach mal außerhalb des Sichtbereichs der Kamera aus. Weil. Ah, so. Ice Edition. Ja, dann haben wir hier so ein bisschen. So ein Säckchen? Ist das ein Säckchen? Oh, das ist ein Säckchen. Sieht ziemlich cool aus hier, finde ich. Ist ganz gut gemacht. So, was haben wir hier? Ein Kamasutra-Kartenspiel. Ach, dann packe ich das auch aus. Was soll denn das? Ich brauche es eigentlich gerade nicht so wirklich, weil man ist ja auch mal nicht verheiratet und gerade Single. Ich muss jetzt erstmal. So, weiter geht's. Ich musste mal ein kleines Päuschen einlegen. Upsala. Ach Mann, oh, was ist denn das? So, fertig. Haben wir. So, jetzt ist gerade mein Wecker angesprungen. Weil ich muss gleich aufstehen. Ich muss zur Arbeit. Sagen wir es mal so, ich muss nicht aufstehen, sondern ich muss losfahren. Ich habe keine Lust. Aber man kann sich ja nicht aussuchen. Ah, es ist einfach nur ein ganz normales Kartenspiel. Ass, König mit verschiedenen Stellungen drauf. Was ich ziemlich nice finde. Also nicht die Stellung, sondern diese Bilder halt. Und die Stellungen sind auch interessant, davon mal abgesehen. Vielleicht sollte ich das Kamasutra mal lesen. Das ist wirklich, wirklich interessant. So. Ja. Und warum habe ich gesagt? Es hat halt so einen hohen, so eine hohe UVP, weil diese Sachen sind ja jetzt noch im überschaubaren Bereich preislich. Da muss man nichts zu sagen. Es ist dieser wundervolle Doppelvibrator. Von
Ich weiß es einfach nicht. Ich bin da auch ein bisschen prüde. Ich weiß auch gar nicht, wie man das Ding benutzt. Davon mal abgesehen. Oh nein. Oh nein, der Vibrator geht auf. Verpackung. Komm schon. So. Dann haben wir hier das gute Stück. Da packe ich auch mal zur Seite. So viel Papier, so viel Kartons. Ich drehe hier durch. So. Und ich glaube, alleine der hat einen Verkaufs... Der wird zurzeit irgendwo gehandelt bei weit über 50 Euro. Dieses Teil. So sieht er aus. Das gute Stück. Wo drücke ich den denn an? Ah, okay. Verschiedene Modi. Oder Intensitäten. Was sind verschiedene Modi? Wow, der hat aber viele verschiedene Modi. Fuck, wie viele verschiedene Modi hat denn dieses Teil? Da drehst du ja durch. Kann ich den noch ausschalten? Verdammt, ich krieg ihn nicht mehr ausgeschaltet. Oh Gott, man kann sogar Modi kombinieren. Hilfe! Kann ich ihn ausmachen? Kann ich ihn ausmachen? Kann ich ihn nicht ausmachen. Ich bin zu doof. Okay, nice. Dann habe ich jetzt einen Vibrator, den ich nicht mehr auskriege. Okay, warte, nochmal, jetzt schalten wir nochmal durch. Wir haben so viele verschiedene Modi. Ist unglaublich. Nee, Alter, ich kriege ihn nicht ausgeschaltet. Okay, dann vibrieren wir halt fein vor dich hin. Jetzt kann ich ihn in der Verpackung reinigen. Oh Gott, er hört nicht auf, Mann. Was soll denn das? Wie kriege ich den denn aus? Ich bin nicht so der Vibrator-Mensch. German, Deutsch, LED. A-Taste, B-Taste, hier, da hinten kann man ihn laden über die DC-Buchse. Ah, wie kriege ich den aus? Ich drehe durch. Batteriewechsel, was für ein Batteriewechsel? Scheiße ist. Dann gibt es hier die verschiedenen Modi. Motor in der Spitze, Motor in der Mitte, ah, leck mich doch fett. Betrieb, A-Taste. Drücken Sie die A-Taste des Vibrators für 2 Sekunden, um die Motoren M1 und M2 auszuschalten. So, jetzt haben wir den ausgeschaltet. Ah! Okay. Jetzt möchte ich noch sehen. Okay, ich habe alles wieder. Ich hab's hingekriegt. Es hat ein bisschen länger gedauert. Ich kenne mich damit nicht aus. Deswegen dauert das Video jetzt auch schon grandiose 8 Minuten, weil ich vollkommen überfordert mit diesem Vibratorgerät war. Ja, wie gesagt, dieser Vibrator kostet allein über 50 Euro, wenn man ihn einkauft. Oder wenn man ihn jetzt kaufen würde. Oh, Alter, ich kriege hier gar nichts auf der Reihe heute. Es ist einfach viel zu früh am Morgen. Oh Gott, mein Wecker ist schon wieder angesprungen. Was soll denn das? Und das Teil gibt es gerade wirklich für einen Schnapper bei Amazon. Ich werde euch das auf jeden Fall verlinken. Wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Das ist alles in diesem Paket drin. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach einen Daumen da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.